herzliches Hallo und damit willkommen hier zu 7 Days to Die in der Undead Legacy Mod. Junge. Ich bin stimmlich ein bisschen angeschlagen, das soll aber nichts machen und deswegen habe ich fast die Anmoderation hier verkackt. Leute, es ist 13 Uhr, wir haben unsere neue Bude noch nicht ganz bezogen. Was wir jetzt machen werden ist, zum einen schauen wir mal hier 26, 39. Wir müssten theoretisch mal langsam was essen. Jetzt ist die Frage, was können wir machen? Verkohltes Wildbret ist eigentlich auch nix, ja. Das ist nicht gut. Wir haben noch ein Wässerchen. Das ist okay. Und ja, wir sehen einfach zu 31 Kilo. Wir sehen einfach zu, dass wir unsere Sachen so schnell wie möglich hier eben rüber gescheffelt bekommen. Nein, das ist verkehrt. Das war der verkehrte Aufgang. So, hier geht's lang. Sehr schön. So, und dann schnappen wir uns hier unseren Speer. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das ist Option 1. Das ist Potassium. Ich glaube, hier wird es, ne? Hier muss es gewesen sein. Ich werde hier mal die Geschichte markieren. 400 Meter. Das ist soweit okay. Und wenn wir da sind, werden wir erstmal was essen, was trinken. Dann werden wir die Sachen einsacken. Einsammeln, so gut es geht. Und hier noch ein paar Eier. Sehr schön. Genau, und dann geht es eigentlich darum, ein kleines Storage aufzubauen. Und als nächstes die Forschungsstation rauszuholen. Und da müssen wir mal gucken, wie weit wir da ein paar Forschungsdaten sammeln müssen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich unterwegs sein müssen. Vielleicht nehmen wir sogar eine Mission an vom Händler, die zum einen XP generieren und zum anderen auch ein paar Schematiken raushauen, die wir eventuell an der Stelle einfach mal richtig nutzen können. Und ganz wichtig ist natürlich auch, wir müssen zusehen, dass wir unsere Waffen upgraden. Und das geht meistens. Meistens geht es dann über die Reparaturstation. Also ein paar Sachen wir machen. Forschungsstation, Reparaturstation, hoffentlich irgendwann die Werkbank und natürlich auch die Mechanikstation oder Zerlegestation. Das sind alles Sachen, die uns helfen werden, voranzukommen. Und natürlich müssen wir entscheiden, die Schematiken, die man findet, ja, meistens so aus Briefkästen oder Zeitungsständern oder so, inwieweit wir die scrappen oder lesen, ja, oder dergleichen. So, wir haben einen Shotgun Messias, genau, Crack and Book haben wir unter uns quasi, da haben wir uns ja eingerichtet. So, wenn wir mal hochgucken, den Holzfäller-Tisch, den werde ich nicht abbauen. Der ist zu schwer, außerdem haben wir einen. Das machen wir. Muss mal kurz gucken hier. Irgendwie ist die Mikro so ein bisschen verschoben, ne? Doch, jetzt sieht es ganz gut aus. Ob was zumindest. So, und als allererstes natürlich. So, und ich glaube, unser Backpack ist an der Stelle nicht mehr da. Weg quasi. So, dann schauen wir doch mal. Also, das werde ich nicht stehen lassen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zack. Denn zwei Lagerfeuer sind besser als ein Lagerfeuer. Nee. So, sieht schon mal gut aus. Und ja. Nehmen wir es mit rüber. Genauso nehmen wir die Kisten natürlich mit. Das wiederum. Ja, wir müssen es ja eh mitnehmen. So, haben wir denn jetzt eigentlich. Genau, wir haben ja theoretisch erstmal was zu essen. So, das sind 5. Das will ich nicht benutzen. Ich werde das benutzen. Das sind 30 Punkte. Also 30 Lebensmittelpunkte sozusagen. Wir sind infiziert. Das bedeutet, wir werden hier auch mal einen von denen benutzen. Infektionsheilung 5%. Da sind wir gerade so, dass wir davor sind. Schlussendlich. Das ist in Ordnung. Wir müssen uns definitiv Gedanken darüber machen,
definitiv Gedanken darüber machen, wie wir an Essen, zermäßig an Essen rankommen. Das ist ganz wichtig. Beef Stew benutzen. Das sollte jetzt fürs Erste erstmal reichen, denke ich. Und wir trinken ein Mineralwasser. Das füllt das Ganze, glaube ich, auch auf 60 auf, wenn ich mich nicht täusche. So, 83,5. Sehr ordentlich. Wir nehmen den Schlafsack auch noch mit. Das wird so der Backup-Schlafsack sozusagen. 96,2, ja. Ich denke, das ist erstmal in Ordnung so. Und ich denke, wir können noch mal gucken, ob wir eventuell. Ne, Moment, das ist es nicht. Ich wollte das dann nachgucken. Eventuell noch ein bisschen 97,2 ein bisschen Storage mitnehmen. 99. Genau. So, dann hier in der Zement, das ist auch klar. Ich will mal kurz hier runter gucken. Das ist ja eigentlich unser Spawn hier. Ist das größer? Nee, wahrscheinlich nicht, aber wir können es einfach mitnehmen, um es einfach ja, als gegeben hinzunehmen. So, denn was ich auch machen möchte eigentlich, ist hier durch. Denn wir haben ja. Wir sind ja noch gar nicht nach unten gegangen, ne? Doch, wir sind hier runtergefallen. Das auf jeden Fall. Aber hier ist zum Beispiel noch ein Kraken Bock. Den würde ich ganz gerne mitnehmen. Könnten Schematiken drin sein. So. Schauen wir noch mal. Hopfensamen zweimal. Ja. Werde ich aber scrappen. Das gibt uns noch mal 100 Daten. So, und auch die hier möchte ich eigentlich. Geht nicht, ne? Kann ich nicht machen. Lasse ich auch erstmal. So, irgendwo hier war eine Hidden Geschichte. Ah ja, Leute, hier, schaut euch das an. Das ist natürlich der Oberkracher. Open Pills, Pen and Gas, Electricity und. Sehr schön und ein Waffenschrank. Zerstörte Werkbank. Ja, nehmen wir auch erstmal mit. Schauen wir mal rein. Was wir jetzt frei machen können, machen wir jetzt natürlich frei. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir uns, ja, ich glaube, wir werden uns ruhig verhalten. Oben auf dem Dach ruhig verhalten, dass wir da keine Aufmerksamkeit erregen. Jawohl, Benzinkanister-Schematik. Die benutzen wir allerdings. Und natürlich noch einen Reifen. Und das Ding nehmen wir auch noch mit. 103 Poppin' Pills ist auch immer sehr gut. So, die Infektion sinkt, das ist gut. Ach, jawohl, sehr schön. Das ist ein großer Gewinn. Und auch das, da ist sogar schon ein bisschen Benzin drin, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. So, und ich glaube, dann ist auch genug. Dann sollten wir alles haben. Oh ja, benutzen. Fahrzeuggelände, das schrotten wir. Und wir nehmen natürlich das Öl mit. Und den hier. Oh, sorry. So, 116. Ich denke, das sollte erstmal reichen. Wir wissen, wo wir den Rest herbekommen. Hier ist noch Electronic. Vielleicht schauen wir da nochmal schnell rein. Mo Power Electronics.
Wow. Bewegungssensor. Schrottengear. Und Technikfreak. Aufnahme der Technik bietet dir 25% für gewöhnliche Chance, 50% kräftiger Angriff. Schockschiff sofort aufzuladen. Nö, alles gut. Nehmen wir auch erstmal elektronisches Relais. Das nehmen wir auch erstmal mit. Und ich glaube, wir haben eigentlich auch genügend Boxen mittlerweile, oder? Wir haben jetzt 4 Boxen. Komm, das nehmen wir noch mit. Und dann soll es aber auch gewesen sein. Der alte Pappkarton. Wir können das Ganze natürlich auch scrappen. Das wäre die andere Variante. So, ich mache mal ein bisschen Licht hier für euch. Nein! Leute! Das macht Sinn, ne? Oder? Ne, jetzt bin ich schon wieder verkehrt gelaufen. Meine Güte! Ist aber auch verwirrend hier. So. Nun sind wir aber auch raus. Sehr schön. Weiter geht's. Ab zu unserem Häuschen. Es ist kalt. Auf Dauer möchte ich natürlich. Auf Dauer möchte ich natürlich in eins von diesen Hochhäusern ziehen. Also nicht in dieses richtig große Hochhaus, aber ich möchte schon in so eine 4-5 Etagen Hochhaus, und da würde ich gerne irgendwie so in der zweiten, dritten Etage schöne Etage freiräumen und uns gemütlich einrichten, was zumindest unsere Produktionsbase sozusagen, jetzt habe ich voll das Mikro gespuckt, war unsere Produktionsbase betrifft. Wetter ist auch Schiete. Ja, genau. So sieht's aus. Schon wieder Hunger. Was ist da los? Und achso, hier ist das Äquivalenthaus übrigens. Dann wissen wir auch gleich, wo unten quasi noch ein bisschen Blut ist. Jetzt bin ich mit dem Kinder schon dran geklippert. Sehr schön. So. Magnifik, oder wie nennt sich das? So, wie machen wir das? Ich glaube. Kann ich das hier irgendwie? Ja, irgendwie kann ich das definitiv. Aber das ist natürlich. Ich überlege gerade, 10 Blocks, also 10 Blocks wäre die Möglichkeit für die Storages sozusagen. Jetzt habe ich mich vertan. Entschuldigung. Also 10 Blöcke kann man diesen Broadcast erweitern. Das heißt, wenn ich innerhalb dieser 10 Blöcke zwischen Storage und Werkbank bin, bin ich der quasi Verbindungsoffizier. Und dann würde das funktionieren. Jetzt bin ich mir halt unschlüssig, wo wir diesen Storage quasi aufbauen. Ich denke, wir werden das staffeln müssen. Das geht gar nicht anders. So, wir machen jetzt mal den Pappkarton. Ja? Zack, und bei Pappkartons, da ist hier die Möglichkeit, einen hinzupacken, noch einen hinzupacken, oben einen drauf. Nein, so war es nicht gedacht. Ich packe es da nochmal hin, nehme das nochmal auf. Und so machen wir es. Sehr schön. Und hier will ich alles reinpacken, was Fabrikation betrifft, ja, mechanische Teile, alles, was wir zum Herstellen gebrauchen können. Und dann will ich hier ganz gerne noch Medizin und die anderen Sachen machen.
quasi in zwei Kategorien, ja. Die passen hier auch hin. Ja, dann packen wir es doch so, würde ich sagen. Die drei Sachen ist dafür gedacht. Und ja, dann schauen wir mal, hätten wir mal Ausschau nach Waffenparts und so weiter. Das will ich in Taschen packen oder in Rucksäcke oder sowas. Da habe ich Bock drauf. Fürs Erste werden wir da so ein zusätzliches Storage hinpacken. Nämlich, ja, wir werden es einfach da hinpacken, während wir das Treibstoff nicht leer. Das ist okay. So, ich nehme erstmal das Lagerfeuer auf. Dann können wir das da reinpacken. Dann haben wir das zumindest erstmal. Und ja, das Lagerfeuer, die Essenssachen und so weiter. Macht das Sinn, das dahin zu packen? Aber da ist, ich weiß nicht, ob da Platz ist, ne? Schauen wir doch mal eben. Wo haben wir denn das Lagerfeuer gerade aufgenommen? Da, zwei Stück an der Zahl. Ja, so, fertig. Machen wir erstmal. Ein Teil davon geht Brennholz. So. Und der Rest geht da rein. Sehr schön. So, und dann platzieren wir hier mal so Stuff-Kram. Ja, Munition beispielsweise, den Schlafsack. Oh, Entschuldigung, Munition, Schlafsack. Das sind so Sachen. Die hauen wir erstmal so rein, weil ich da noch nicht weiß, wohin damit. Genauso wie dieses hier. Das geht da erstmal rein. Bücher und diese Geschichten, das kommt damit rein. Denke, das ist soweit erstmal in Ordnung. Hier Bücher und Mikrowelle, Ofen, das sind Sachen, die wir verkaufen wollten. Lampe können wir aufstellen. Haben wir noch irgendwas? So Papier, das geht damit drüber noch. Nahrung und so weiter auf die andere Seite. Alles, was ich jetzt gerade nicht so zuordnen kann. Nein, das ist alles dort. So, dann haben wir hier Medizin. Ich werde das nur grob vorbilden hier. Altes Ham-Sandwich, das kann da rein. Verdorbenes Fleisch kann da mit rein. Das kann da mit rein. Da wir es eh... Also wir können dann ein chaotisches Lagersystem draus machen. Ich werde das trotzdem ein bisschen vorsortieren hier. Ich denke, das macht dann nur Sinn. Harz, weiß nicht, ist ein Verbrauchsstoff. Brauchen wir nicht. Was ist mit Essen? Essen packen wir einfach da rein. Da geht das mit rüber. Hier diese ganzen Geschichten. Bratpfanne, weiß nicht, ist wahrscheinlich eine Waffe, aber ich pack's einfach mal dazu. Genau. So, das kann damit hin. Dann haben wir ein bisschen shiny. Was haben wir denn noch so? Hauen wir das hier chaotisch rein? Ich hau das einfach mal mit an hier. So, das geht alles rein hier. Das vielleicht eher nicht, aber ich glaube... Diese Geschichten hier, die haben wir da einfach mal mit rein. Brennstoff, das ist, sind Waffen hier. Das kommt auf die andere Seite. Das kann mit rein, das kann mit rein. So, haben wir das aktiviert? Ja, wir haben es aktiviert. Dann aktivieren wir hier das nächste auch gleich noch. So, das kommt da nicht mit rein. Und die Fasern, das dahin... Das dahin, das sind Samen und Ingredients. Bevor ich es vergesse, aktivieren wir jetzt überall die Storage-Geschichte hier. Sehr schön. Das gleiche machen wir hier natürlich auch. Und zur Sicherheit das natürlich auch an der Stelle. Dauert einen Moment. Okay. So, die beiden Sachen kommen da rüber. Das ist ein Eisenbolzen. Da bin ich mir jetzt etwas unsicher, aber wir lassen es einfach mal so. Aktivieren. Brennholz kann hier noch mit drauf. So, das ist in Ordnung. Komm, hier kommen die Seeds und die ganzen Krams da noch rein. Brennstoffziegel. Kann damit hin. Und dann haben wir eigentlich... Bis auf das
Wasser hier jetzt. Können wir schon Wasser herstellen? Ne, dafür fehlt uns natürlich Cooking Pot. Geht bei der Nahrung mit hin. Ja, geht hier bei der Nahrung. Ne, das ist nicht die Nahrung. Es geht hier rein. Zack. So, ja, so sieht's aus. So ist ganz cool, glaube ich. Und den Rest müssen wir gleich noch holen. Sollten wir das noch machen. Mit der anderen Sache 19 Uhr. Das müsste eigentlich gehen. Und auf dem Weg dahin nehmen wir mal... ich werde es jetzt riskieren. Ich werde es jetzt echt tatsächlich riskieren. Ich packe das mal ein. Als Sicherheit. Und auch das hier als Sicherheit. Und damit geht es jetzt rüber. Wir holen die restlichen Sachen. Bis 22 Uhr sollte das möglich sein. Und jetzt meldet sich, glaube ich, gerade mein Headset. Ich glaube, jetzt gerade meldet sich mein Headset. Macht nichts. Alles wird gut. Ich hoffe, wir kommen damit durch. Falls ich gleich zwischendurch nichts höre und das ein bisschen umgestalten muss, ist das so, denke ich. So, Holz ist wichtig. Was ich rausgefunden habe, ist, dass wir, wenn wir die Rest hier mit dem Messer machen müssen, nein, doch, es sah so aus, als wenn da mehr bei rauskommt. Ich habe es durch Zufall gesehen. Und wir müssen zusehen, dass wir echt, wir müssen was zu essen haben. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und wir brauchen natürlich bessere Waffen. Wenn wir je erfolgreich eine Mission machen wollen, brauchen wir bessere Waffen. Aber da werden wir uns drum kümmern, Leute. Das ist nicht von der Hand. Das werden wir natürlich machen, 200 Meter. So, möglich ist es natürlich, dass der nächste Tag wäre Tag 4 und rein theoretisch wäre es möglich, dass an Tag 5 die erste Horde kommt, die ich nicht direkt fighten möchte an der Stelle, sondern ich werde mich irgendwo verstecken, irgendwo in einem Gebäude oder auf dem Dach oder so und werde gucken, dass wir einfach überleben bis zum nächsten Morgen, die Jungs dann plätten und ja, alles andere werden wir dann sehen, bis wir uns was überlegt haben, wie wir in Zukunft die Horden wegfighten werden. Zurück jetzt nach oben. Das nehmen wir mit, das sind 15. Also schneller kriegen wir kein Eisen. Okay. Also ich bin gespannt, wie viel da rauskommt. So, hier war nämlich auch noch was drin und das nicht wenig. So, diesen Rucksack nehmen wir mit und zwar als als Waffenstorage beispielsweise. Das möchte ich mal so die Rucksäcke und sowas mitnehmen. Okay, Leute. Hier ist noch unberührt. Sorry, das hatten wir schon. Hier ist noch unberührt. Das nehmen wir auch noch mit. Hier brauchen wir the broken glass. Okay. So, das sieht erstmal gut aus. Ja, ich denke, wir werden das auf dem Rückweg machen. Und auf dem Rückweg, natürlich, jetzt wird es echt wieder düster, ne?
Auf dem Rückweg hier tatkräftig noch ein paar Steine und dergleichen farmen. Wenn wir es denn hinbekommen. Holz ist wichtig. Werden wir brauchen. Oh, jetzt bin ich überladen. Was? Wieso bin ich überladen? Eieieiei. Gut, okay. Dann werden wir zusehen, dass wir jetzt erstmal nach Hause kommen. Dann ist das so. Ich will hier nichts wegwerfen, was unnötig wäre. Haben wir Steroide oder irgendwas in der Richtung? Ne, hatten wir, ne? Ich glaube, wir hatten. So, und ich glaube, jetzt wird es ein bisschen knibbelig. Ich sehe mal zu, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komme. Tatsache, meldet sich hier mein Headset und sagt, dass hier der Strom alle ist. Das heißt, ihr werdet gleich noch so ein zusätzliches Kabel an meinem Ohr sehen. So 98,7% durchnässt. Leute, das ist auf Dauer, wird das schwierig. Irgendwann hört dieser Gebietsschutz quasi auf. Und das kann zu Krankheiten führen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Dann werden wir das wieder willkürlich in unsere Kisten schmeißen. Gott sei Dank gibt es dieses Broadcast-System. Da bin ich ganz froh drüber. Ach, guck mal an. Hier können wir theoretisch... Ja. Das können wir theoretisch auch benutzen. Und das packen wir hier rauf, würde ich sagen. Warte mal, wir haben es doch gerade hier. Ja, sehr schön. Zack. Okay, sehr cool. So, hier kommt alles rein. Hier ist schon mal voll. Dann machen wir es mal in dieser Form. Und ja, der Rest geht so rein, würde ich sagen. Gehört nicht dazu, gehört nicht dazu. Das gehört dazu. Schrotten. Wieso geht das nicht? Papier. Warum kann ich das nicht schrotten? Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass wir den Rest jetzt hier reinpacken. Säge, ganz wichtig. Bücher und Papier. Ja, wir lassen es. Wir lassen es mal da, ja. Ich hau das da einfach erstmal rein. So, das ist der Schlafsack. 200 Jetons. Wobei, komm, Bücher und Papier und so eine Geschichte, das packen wir woanders rein. Haben wir hier schon Papier reingepackt? Nein, haben wir noch nicht. Hatten wir hier Papier? Wir haben wenig Papier, ne? Kann das sein? Wir haben echt wenig Papier. Nee, hier ist Paper. Sehr schön. Papier übrigens, das kann, genau, das kommt hier rein. Sehr ordentlich. Genauso die beiden Hämmer. Das hier geht irgendwie zum Essen. Und die leere Dose, die kann theoretisch auch hier mit rein. So, das wäre an der Stelle. Und dann haben wir aber noch einen ganzen Batsch hier oben. Brass beispielsweise, das. Eier kommt zu den Nahrungssachen. Das kann da auch mit rein. Das sind Chrysanthemen. Das packen wir damit hin. Die will ich behalten.
Genau. Und das kommt damit hin. Sehr schön. Genauso wie das dahin kommt. Und die Eier kommen zu den Nahrungsmitteln. Dann sollte das an der Stelle schon irgendwo passen. Und ich glaube, wir hatten nichts. Nee, das passt soweit. Das passt soweit. Trotzdem haben wir nicht mehr viel zu essen. Radfahren ist Tatsache eine Waffe. Aber die schrotte ich jetzt. Es kommt da raus, 5 Eisen, das passt. So, dann haben wir hier den Rucksack. Und den Rucksack, den platzieren wir mal hier. Dann können hier die Schusswaffen oder ähnliches rein. Oder Mods oder was auch immer. Eisen kann damit rein. Achso, man kann auch das einfach machen. Das wäre schon ganz gut. So, jetzt muss ich hier mal eben, jetzt muss ich mal eben ganz kurz Headset abnehmen. Leute, kleinen Moment mal eben. So, jetzt muss ich noch mal gucken, ob das Ding überhaupt angeschlossen ist. Denn, so wie ich mich kenne, jawohl, genau so ist es. Ist das gar nicht angeschlossen? Warte mal eben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Das mache ich nicht. Ich mache keinen Schnitt draus. So. Jetzt aber. Jetzt sollte... Oh mein Gott. Das gibt's doch nicht, Leute. Ich raste ab. Ja, ja, so ist das, ne? Wenn man nichts vorbereitet, dann kann das aber ganz schnell zum Verhängnis werden. Habe ich einfach vergessen, mal das Strom anzustellen hier, den Stecker reinzustecken. So, jetzt ist ja alles durcheinander gekommen hier. Mit meiner Zettelwirtschaft und meinen Unterlagen hier und meinen Notizen, die ich immer mache. So, perfekt. Okay, es geht weiter, Leute. Wir haben was gegessen. Und ich will sneaky, ganz sneaky unterwegs sein jetzt hier. Wir haben 23. So, sieht nicht gut aus im Moment. Wir können das noch benutzen, machen wir auch. Und dann sind unsere restlichen Essensvorräte einfach auch mal knallhart aufgebraucht. Ich nehme das Wasser hier mit, die leere Plastikflasche nochmal mit. Wir werden noch was trinken. Genau, das packen wir hier mit rein. Und ja, so ist es, liebe Leute, so ist es. Was möchte ich machen? Ja, in der Zeit jetzt. Wir schauen mal kurz rein. Was können wir machen? Wir können eine Forschungsstation oder könnten eine Forschungsstation herstellen. Wir bräuchten allerdings noch ein bisschen Papier. Und wir haben hier drinnen noch so 2, 3 Pappkartons. Glaube ich hier. 2 Stück. Die werde ich jetzt mal schrotten. Das sind 20. Und ich glaube, es fehlen uns echt noch 2 Papier. Ja, uns fehlen 2 Papier. Wir müssen irgendwo gucken, dass wir 2 Papier herbekommen. Und ich glaube, wenn wir die schrotten, dann haben wir das. Oder? Nee, jetzt weiß ich auch, warum das nicht geht. Weil wir 10 gibt ein Papier. Deswegen klappt das nicht. Uns fehlt jetzt echt ein Papier. Wir müssen irgendwo gucken, ob wir aus irgendwas noch ein Papier generieren können. Ich bin mir einfach nicht sicher. Ja, wir können das wegschrotten. Aber wenn ich das hier so sehe, wüsste ich nicht wo. Ich wüsste tatsächlich nicht wo. Das ist richtig ärgerlich. Das ist ja richtig ärgerlich. Wenn wir wenigstens ein Buch hätten. Wenn wir wenigstens ein Buch hätten, dann könnten wir
Dann könnten wir Tatsache... Da gibt es Rex draus. Da gibt es wahrscheinlich auch Dings draus. Möchte ich aber gar nicht. Machen wir's. Die Schatzkarte. Ja, komm. Wir hauen es raus. Ach so, Forschungsdaten. Nein. Oh mein Gott. Und ich dachte, es gibt Papier draus. Ich meine, ich freue mich natürlich drüber. Was wir schon machen können, Leute. Wir stellen schon mal einen Tisch her. Weil die Forschungsstation muss irgendwo rauf. Und das möchte ich ganz gerne am Tisch machen. Ich glaube, wenn wir die upgraden, dann wird sie automatisch zum Tisch. Sicher bin ich mir nicht. Aber fürs Erste machen wir das einfach so. Und wo packen wir die Forschungsstation hin? Ja? Wo packen wir die Forschungsstation hin? Hier so vor? Nee, davor geht das nicht. Das wäre nicht okay. Und da wäre es auch nicht in Ordnung. Och nö. Das ist ja jetzt. Das ist jetzt doof. Wie soll ich das machen? Wir gehen darüber. Und packen die hier hin. Einmal kurz quasi die andere Seite. So, ich glaube, die haben uns jetzt gerade gehört. Das Gute ist, sie kommen hier tatsächlich nicht hoch. Und ich überlege, wo wir... Irgendwo ein... Oh, ich weiß Papier. Oh, ich weiß Papier. Okay, das ist eine kleine Horde. Hier könnte Papier drin sein. Ja, Leute... Sehr cool. Für die Forschungsstation bauen. Das machen wir. Sehr ordentlich. Cool. Leute. Das ist sehr schön. Zack. Unsere Forschungsstation. Perfekt. Das ist es. Ich mag es. Und ja, die Frage ist, wir brauchen mehr von den Lampen, ja. Ich glaube, wir brauchen mehr von den Lampen. So, Forschungsstation. Lass uns doch mal kurz gucken, was wir da so machen können. Also, das nächste wäre, denke ich, hier eine Handwerkerstation, die wir da machen müssen. Dann haben wir eine Werkbank, Mechanikerstation, Schneiderstation. Also theoretisch ist alles wichtig, so ein Stück weit, aber ihr seht, was das kostet, ne? 200, 200, also die Dinger kosten alle so irgendwie 200. Werkbank ist extrem. Für Werkbank brauchen wir entweder wir finden die Platings, also die Eisenplatten. Entweder wir finden das oder wir müssen es quasi herstellen. Aber ich glaube, das erste wäre hier eine Handwerkerstation. Großer Stein, Lehmziegel. Lehmziegel können wir theoretisch an der Schmiede herstellen. Dazu brauchen wir aber wieder Papier. Ja, also nächstes Ziel, ganz wichtig ist, nächstes Ziel ist Schematics, Papier, Bücher, sowas hinzufinden. Crackenbook ist direkt unter uns. Das bedeutet, da wäre unser erstes Ziel. Das wäre das erste, was wir quasi in Angriff nehmen müssten. Und wir müssen auch Geld generieren. Ich gucke noch mal eben kurz ins Inventar. Geld generieren, das schaffen wir auch hier rüber. Ja. 21, 42, solche Sachen. Später kann man das zerlegen, um Komponenten rauszubekommen. In dieser Zerlegewerkstatt beispielsweise.
aber wir können theoretisch ja vielleicht auch schon mal irgendwie ein bisschen Holzlatten herstellen oder ähnliches. Dafür haben wir ja ein wenig hölzerner Griff. Dafür brauchen wir Kleber. Das ist wichtig. Hier können wir Seile herstellen. Wir könnten Nägel herstellen. Wir könnten Bretter herstellen. Output sind immer zwei. Wir machen mal 20 davon. Dann haben wir 40 Bretter. Eine Bogensehne. Sicherheitshalber. Was ist mit Steinpfeilen? 42. Ja, die können wir auch nochmal herstellen. Dann haben wir zumindest schon mal Pfeile gemacht. Guck mal, eine Holzleiter. Das wäre auch cool. Ja, ansonsten Brennholz, denke ich, ist erstmal jetzt nicht so wichtig, aber wir können diese Sachen erstmal herstellen. Ist momentan ja auch das Einzige, was wir haben. Ja. Ja, Leute, leider ist es so. Ich nehme mal einen Schluck. Ich habe ein bisschen Kratzer im Hals. Kleinen Moment mal eben. Wunderbar. Und jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger um uns herum. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt gleich, wenn der Tag angebrochen ist, uns eine kleine Loot-Tour antun, um die Sachen, die wir brauchen, quasi zusammenzufarmen. Ich will mal kurz gucken, ob wir uns das anpinnen können. Ich glaube, ja. Ja, das ist cool. Okay, wir pinnen uns mal die Forge an. Ja, dann wissen wir, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich nur Lehm und kann ich das noch selektieren hier irgendwie? Nee, kann ich nicht. Oh, sorry, Leute. Das wollte ich nicht. Forge. Lehm und Handwerkerstation. Da brauchen wir auch noch mal Papier. Ah, ich kann immer nur eins anpinnen, ne? Okay, dann merken wir uns jetzt mal. Lehm, Papier, Leder, Stein und Clay. Und dann haben wir die Forge noch nicht gebaut, ne? Das ist ja das Ding. Wir wissen also noch nicht, was wir für Sachen benötigen für die Forge. Aber ich glaube, wir machen das mal rudimentär. Lehm, Papier, ja, also Sachen, Steine, Lehmziegel, wenn wir sie denn finden. Ansonsten können wir sie irgendwann später in der Forge machen. Und Mechanikerstation ist da erstmal, will ich da erstmal Lehmstein. Das ist wichtig für die Schematik der Schmiede. So, und der Forge hier, des Schmelzofens. Wo ich auch drauf hinaus will, wäre noch die Werkbank. Dazu brauchen wir mal einen Schraubenschlüssel. Und da gucken wir bei den Händlern, falls wir bei Pen and Gas nichts finden. Da gucken wir bei den Händlern, ob wir da was finden. Und sehen natürlich zu, dass wir Lootable-Geschichten natürlich auch mitnehmen, um Geld zu generieren. Das wird erstmal der Plan für die nächste Zeit. Ja, und natürlich, dass wir uns umgucken und schauen. So, da war schon mal Blei mit drinne. So, Acid haben wir auch. Flasche mit Säure ist auch sehr wichtig für die Chemical Station. Aber das können wir alles erst in der Handwerksbank machen. Von daher sind wir da ein bisschen gebunden an der Stelle. Oh, da ist ein Bär. Aber der scheint für uns zu kämpfen. Oh ja. Das könnte ein Problem werden. Okay, der hat uns wohl gewittert.
Mit dem Gewitter. Gewittert mit dem Gewitter. Ja, schwierig. Schwierig. Wir können noch mal gucken, dass wir... Da ist noch ein bisschen Paper. Ziemlich dunkel, ja. Ich überlege, ob wir... Überlege, ob wir das Gamma ein bisschen hochdrehen. Video. Helligkeit. Auf 55. Ist für euch wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. So ein bisschen Luft ist. Wow, ja. Ich will auch in der Konstellation bleiben. Was nützt uns eine Waffe, die im Stash liegt? Ja, jetzt ist mal dieses, wie sagt man, Gear 4. Was nützt uns eine Waffe, die da drinnen liegt? Die will ich nutzen. Ja. So ist der muffige Rucksack. Den will ich auch ganz gerne nehmen. Sehr schön. Da vorne ist noch ein Papier. Genau. So, so langsam geht da hinten wohl wieder. So langsam geht da hinten wohl wieder auch das Licht auf. Leute. Schwierig. Rucksack. So, Rucksack legen wir hier ab. Der kann damit hin. So, dann haben wir die beiden Backpacks hier liegen. Sehr schön. Und das kann damit hin. Das kann darüber. Dann glaube ich, sieht das erstmal ganz gut aus. Ja, definitiv. Und wir haben hier einen G-Klasse Holzhammer. Ich glaube H. Ja, und dann kommt G und ja, das deckt sich so ein bisschen hoch. Je besser diese Klassifizierung ist, desto höher ist wahrscheinlich der Schaden, die Haltbarkeit und so weiter und so fort. Ich denke schon. Okay. Ja, sehr gut. Können wir eigentlich Fackeln machen? Ja, theoretisch schon. Wenn wir Sticks hätten. Okay. Ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir klatschen das hier mal ran. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Licht. Und dann werden wir uns irgendwann mal Fackeln machen. Definitiv. So. Lang ist nicht mehr hin. Dann geht das hier weiter. Wir haben, glaube ich, auch Pfeile jetzt hergestellt. Ja, sehr schön. Wunderbar. Nutzlatten. Ich nehme das mal raus und packe das hier mit zu den Ingredients, wollte ich gerade sagen. Ja, sehr schön. Das passt soweit. Und können wir noch irgendwas herstellen? Seile beispielsweise, das könnte man jetzt herstellen. Ich will mal nochmal 20 Seile herstellen. Einfach, um sie einfach zu haben auch. Ja, definitiv. Ich würde gerne. Ich würde ja gerne die Zombies zum Bären locken. Da hätte ich ja schon Bock drauf. Weil der Bär natürlich auch entsprechend genügend im Fett und Fleisch und so weiter liefert. Ach so, natürlich auch ganz wichtig, ein Kochpott und ein Kochgrill. Am besten erstmal ein Kochpott, ja, oder ein Kochgrill. Also das sollten wir auch in Bedenken haben. Hier ist ein Wolf. Muss ich ja auch nicht unbedingt haben.
Oh ja, er ist drin. Im Crack a Coffee. Ich habe so ein bisschen Angst, da runter zu gehen. Bin ich auch ganz ehrlich. Und ein Wolf ist auch noch da. So, und jetzt hoffentlich geht der Bär zu dem Dicken hier. Ja, ja, mach ruhig. Mach ruhig, lieber Bär. Du darfst, du hast die Freigabe. Aber unsere Freigabe ist natürlich auch, und das machen wir jetzt, so schnell wie möglich hier unser Progression zu machen. Und mir fällt gerade ein, ich habe zwar die Pfeile mit, aber ich habe gar keinen Bogen mit. Das heißt, es macht keinen Sinn, die Pfeile jetzt mitzuschleppen. Dann haben wir die Munition nämlich verbraucht an der Stelle. Das macht auch absolut keinen Sinn. Deswegen legen wir die Pfeile mal hier ab. Genau so sieht's aus. Sehr schön. So, ich muss auf den... Da ist der Wolf. Das war okay. Ich wollte eh zu den Zeitungsständern. Das war ein Heady. So, nicht genügend Ausdauer, aber ja, sehr schön. Wunderbar. Ein kleines bisschen Haken tut's gerade. Aber hier gibt's genug Knochen, Leder, Fleisch, alles raus damit. Komm. Gib ihm richtig. Zeig, was du kannst. Tiere zerlegen, Level 1. Also so viele Tiere haben wir anscheinend noch nicht zerlegt. Zerleget. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier drin? Schematic. Ein bisschen Papier. Noch eine Schematic. Was haben wir, ne? Kneipenschlägerei. Füge Niederschlagen, betäuben Gegner zusätzlich Schaden hinzu. Das benutzen wir. Das würde ich schrotten. Und Crackenburg, ich habe ein bisschen Angst, dass der Bär da noch rumtingelt. Deswegen werden wir das erstmal lassen. Hier ist noch ein bisschen... Sehr schön. Wasser ist immer gut. So, Fire Station. Werkstattwagen. Vielleicht haben wir Glück und da ist eine Wrench dabei. Nein, aber eine... Kunst des Minerns. Praktisch, sammle 10% mehr Erz im Bergbau mit der Steinaxt. Wenn du Bergbauer oder Steinaxt, wenn du mit einem Koffeinschub stehst, ja, das benutzen wir. Und damit hätten wir den Rest ja gelesen, oder? Wir können es weiter auseinandernehmen. So, jetzt ist natürlich schwierig. Da hinten ist Shermway Foods. Ich glaube. Die Situation zwingt uns dazu, da mal reinzuschauen. Und so gut es geht, hier jetzt ein bisschen mitzunehmen. Hm.
Ist alles unberührt und es ist nichts drin. Das ist das Fiesere dabei. Ich habe so das Gefühl. Warum? Ich würde sagen. Oh, sehr gut. Was mag wohl da drin sein in der alten Handtasche? Ah, nochmal 7 von denen hier. Da fällt jetzt bestimmt gleich was runter, oder? Trigger, Trigger. Okay. Tatsache in der Hoffnung. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie hochkommen. Wow. Wir gucken mal, ich will mal kurz gucken, wie viel das bringt. Ob das ein Trading Value hat. Ja, 52 sogar. Das nehmen wir natürlich mit. Der hat sich aber gut versteckt. Sehr ordentlich. Das ist verriegelt. Stoff. Ist das Stoff? Nee. Das ist Tatsache eine Holzwand. Ne, muss ich jetzt nicht haben unbedingt. Weiter nach oben. So, Schleichen hat sich erhöht. Das ist auch cool. Ich will hier Sneaky Peek um die Ecke gucken. Tatsache, das ist sehr schön. Ich hoffe, da ist Essen drin. Ja, eine Suppe, das gefällt mir. Und auch hier noch ein bisschen was. Oh, das hat ja zumindest schon ein bisschen was gebracht, ja. Suppe 10 benutzen. Ravioli 15 benutzen. Das ist gut. Und wir trinken natürlich noch was. Sehr ordentlich. Die Frage, ob die Klimaanlage das bringt, was wir uns denken. 10. Kann ich aber nichts mit anfangen. Ich kann es verkaufen. Ich kann es verkaufen, aber das war es dann halt auch. Ja, schade. Ist nicht mehr so. War nicht so erfolgreich. Also, was heißt schade, war nicht so erfolgreich. Das ist doch schon. Ist doch schon was. So, man hätte auch gleich hier hochgehen können. Okay. So, da ist Work and Stiff Tools. So, jetzt schauen wir uns das doch mal an. Ja. Wir gehen mal zu den Hochhäusern. Einfach aus der Prämisse raus zu gucken, ob wir eventuell da unsere Final-Base, will ich es einfach mal nennen. Ob wir das da auch... ob wir das da auch machen können. So. Denn ewig will ich auf dem Dach auch nicht bleiben. Und da ist ein Hühnchen. Bleib stehen, du Huhn. Denn Federn drin und Wildbret. Das ist sehr gut. So, und das ist natürlich schon ein großes Gebäude. Das muss man klar sagen.
Chemicals merken. So, ich warte mal einen kleinen Moment. Hier werden gerade die Chunks, glaube ich, geladen. So. Hier mal so durchmarschieren. Ah, da ist ein bisschen Loot. Einfach mal alles mitnehmen. Und nicht zu vergessen, wir brauchen Clay. Da sind zwei Bücher, sehr gut. Wir brauchen Clay, wir brauchen kleine Steine, wir brauchen große Steine, wir brauchen Papier. Oh, hier war ich. War ich hier schon? Die Show Tower. Die Frage ist ja, macht das Sinn, hier zum Beispiel oben in der dritten Etage, die dritte Etage zu räumen? Macht das Sinn? Das ist die Frage. Oder wir gucken dahin, ob wir hier irgendeine Möglichkeit haben. Das sieht da auch sehr vielversprechend aus, als wäre das da in dieser Richtung. Einfach mal markieren. Da können wir eigentlich auch theoretisch jetzt kurz hingehen. Da können wir theoretisch jetzt auch kurz hingehen. Trotzdem immer noch mal die Augen aufhalten hinsichtlich so, das ist hier echt Backyard, ne? Das ist eigentlich ist das cool. Das hatten wir schon gelootet anscheinend. Oh nein. Wow. Muss das sein, Leute? Oh, sorry. Aber ich glaube, da haben wir ganz gut abgewehrt. Messer wäre natürlich dreimal besser. So, die Frage ist, sind das Gebäude, die sich lohnen, ja? Das ist das. Ich meine, so, das wäre schon geil, so eine ganze Etage für uns. Die Frage ist natürlich, was passiert mit den Zombies so oben drüber? Werden die despawned und solche Geschichten? Ja, das ist ja mal das. Ich will nochmal weiter gucken. Lass uns mal weiter gucken. Wir sind ja eh auf dem Weg. Hier, da vorne sind noch ein paar Papierdinger. Da ist auch was Interessantes. Hier gibt es nämlich auch richtig ordentlich Papier raus. 26 an der Zahl. Deswegen will ich da... Das sieht auch... Das Gebäude ist interessant. Aber auch dieses Gebäude hier wäre interessant, glaube ich, oder? Need a car. Könnte man machen. Tatsache, könnte man machen. Hier ist auch nochmal... Papier. Alles Sachen, die wir brauchen. Matratze flach. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir... Hatten Verkaufswert. Ja, nehmen wir mal mit. Richtung Händler will ich auch mich auf jeden Fall noch begeben. Town Hall möchte ich nicht. Nö. Town Hall möchte ich nicht. Und das scheint mir zu flach zu sein. Haben wir noch? Nö, haben wir nicht, ne? Nee, leere Flaschen haben wir nicht. Aber hier. Ganz wichtig. Noch ein Buch, sehr schön. Das kann alles mitgenommen werden. Ich habe einen Baseballschläger. Ach, eine Schematik. Ja, die benutzen wir.
Und auch das Jagdgewehr möchte ich auch benutzen. Oh, der hat es auch gar nicht erlegt. Town Hall wäre natürlich... Boah, Stadthalle, das hätte Prestige wert, oder? Das hätte mal richtig Prestige, wenn wir einfach die Stadthalle als unser Ding nehmen. Das wäre witzig. Oder halt einfach hier oben. Nee, ich will dann doch noch schon ein Stückchen höher. Also, Stadthalle wäre schon... Das wäre schon witzig, oder Leute? Jetzt ernsthaft. Das wäre richtig witzig. Wobei, das da sieht auch cool aus. Der ist giftig, der Bursche. Oh Gott, explodierst du? Nein, noch nicht. Wow, wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du explodierst, oder? Ja. Wow. What? Ah, hier ist der Kopf, Leute. Wie lustig. Alter, habt ihr gesehen, wie weit das Ding nach oben geflogen ist? Sehr witzig. Aber Leute, da oben, das wäre doch... Das ist das Gebäude... Hier oben, dritte Etage oder zweite Etage, da oben schön ausbauen, kleiner Balkon. Ich finde es interessant. Auf jeden Fall, das markieren wir uns als unsere eigentliche Basis. Finde ich richtig witzig. Hardware. Wow. Ich finde es gut, Leute, wir machen das. Ich werde das jetzt hier markieren. Das finde ich richtig witzig, wenn wir diese Etage nehmen könnten, um uns auszubauen. Ich finde das extrem witzig, deswegen markieren wir das Ganze hier. Ja. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ich gehe mal kurz auf Map. Shelter. Oh Mann, ich habe schon wieder groß-klein geschrieben. Shelter. Nehmen wir mal. Ich meine, es ist natürlich ein Weg zum Händler. Ich glaube, hier war der Händler. Das ist natürlich schon ein großer Weg. Aber auf Dauer will ich auch mobil bleiben. Von daher... Ist das, denke ich, erstmal kein so großes Problem. Vermute ich mal. Wir könnten uns theoretisch auch einfach mal langsam hochframen und gucken, wie es da oben überhaupt aussieht. Das ist alles eine Option. So, weiter geht's. Ich will mal gucken, in welche Richtung wir gerade laufen. Wir laufen tatsächlich in eine Richtung, die wir noch nicht, wo wir noch nicht waren. Mal schön durchsuchen. Ja, eine Vending Machine. Einkaufswagen. Vielleicht könnte man... Ne, die ist scheinbar kaputt. So, da ist ein Working Stiff Tools. MD Melton. Autojack. Da ist ein Crawler, den will ich. Da muss ich nicht unbedingt hin. Cloud 59. Da ist ein Strip Club.
Da hinten läuft schon ein Soldat rum, der da. Muss ich nicht unbedingt. Jetzt kommen wir wieder in so einen leicht ländlichen Bereich. Ambulance. Nehmen wir mal mit. Oh, eine Drahtschere. Okay. Warten wir mal. Ich habe jetzt kein Interesse hier groß. Aber daran habe ich Interesse. Das sind Sachen, wo ich eigentlich interessiert dran bin. Ja, definitiv. Also, wenn sie eins gut gemacht haben, Leute, dann ist das diese Stadt und die Straßen und so weiter und so fort. Leute, ich merke gerade, wir sind extrem weit drüber weg. Ja, ich werde mich hier mal positionieren, ein kleines Picknick machen und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Leute, mir hat es gefallen, ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann lasst mir ein Däumchen da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt und ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, ich lese es mir gerne durch. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.